Nürburgring, April 1986. Der Porsche 944 Turbo Cup feierte Weltpremiere. Bekannte Fahrer gaben sich ein Stelldichein. Roland Asch und Michael Pötschke, Bengt Trekart und Harald Groß. Hans-Joachim Stuck im Blaupunkt-Kamerawagen zählte ebenso dazu wie auch Martin Wimmer, der durch Trainingsbestzeit bewiesen hatte, dass er nicht nur zwei Räder meisterhaft beherrscht. Harald Groß jedoch blieb es vorbehalten, für einen furiosen Start zu sorgen. Einige der Favoriten, wie zum Beispiel Martin Wimmer, nutzten die großzügigen Sicherheitszonen des Rings, talentierte Nachwuchsfahrer die Gunst der Stunde. Gleich hier beim Auftakt zeigte sich, dass man den mit identischen Fahrzeugen startenden Konkurrenten nur durch sauber gefahrene Runden entkommen konnte. Die Demonstration dessen übernahm ein Newcomer mit berühmten Namen, Joachim Winkelhock, Bruder des unvergessenen Manfred Winkelhock. Der 26-Jährige beherrschte seinen 220 PS starken Porsche Vierzylinder, zog vorne einsam seine Bahn. War sein Sieg auf dem Nürburgring auch überraschend, so wurde dennoch allen klar, diesen Namen sollte man sich merken. Die Berliner Avus, legendär und berüchtigt, war Austragungsort des zweiten Laufs. Porsche Cup-Manager Dieter Glänser musste nicht lange bitten, um Jochen Mass als Gastfahrer zu verpflichten. Es macht sehr viel Freude, die Autos zu fahren. Die sind sehr gutmütig. Man sieht mal wieder, wie sehr die Serienautos, wie sehr die verbessert wurden in den vergangenen Jahren und wie gut die jetzt sogar auf Rennstrecken zu fahren sind. Das ist also faszinierend, wirklich. Man hat also an dem Audio kaum was geändert. Die Autos sind absolut seriennah. Ein berechtigtes Kompliment an die Porsche-Techniker. Ihre Aufgabenstellung, mit umweltfreundlichen Fahrzeugen attraktiven Motorsport zu bieten, hatten sie mit Bravour gelöst. Die Rennen der einheitlich mit geregeltem Dreiwege-Katalysator ausgerüsteten Cup-Turbos begeisterten die Zuschauer an den Strecken und bewiesen die Zuverlässigkeit der Motoren, selbst im Grenzbereich. Die Avus, ein enger Hochgeschwindigkeitskurs, auf dessen langen Geraden mit 250 km Spitze gefahren wurde, bot ein fantastisches Rennen. Schwache Nerven waren hier nicht gefragt, weder bei Fahrern noch bei Zuschauern. Für Spitzenwerte an Dramatik sorgte die in Führung liegende Sechsergruppe. Neben Jörg van Ommen, Harald Groß, Joachim Winkelhock und Jochen Mass bewahrten auch Roland Asch und Karl-Heinz Schrey ihre Chancen auf den Sieg. Während sie sich an der Spitze heiß bekämpften, hatte weiter hinten im Feld so mancher mit Gegnern anderer Art zu tun. Ein Krimi dann der Zieleinlauf. Harald Groß siegte mit 45 Hundertstel Sekunden Vorsprung vor Winkelhock. Auch van Ommen hatte als Drittplatzierter nur knapp eine Sekunde Rückstand. Groß freute sich wie ein kleiner Junge, denn in der letzten Runde hatte er seine Gegner verladen, war aus dem Windschatten ganz nach vorne gegangen. Begeistert aber waren alle. Die anderen Kameraden haben sich alle wirklich korrekt verhalten und das Rennen war absolut super. Zeugin oft rennentscheidender Szenen, die Blaupunktkamera. Bilder vom Rennen in Mainz finden. Frischer Glanz wurde aufgetragen für das Rennen in Hockenheim, den vierten Streich. Hier zeigte sich auch eine andere sympathische Seite des Porsche 944 Turbo Cups. Viele Fahrer sorgten selbst für den letzten Schliff am Wagen. Überhaupt war der Einstieg in Deutschlands schnellsten Markenpokal durchaus erschwinglich. Porsche bewies Engagement im Breitensport.
In Hockenheim übrigens waren schon neue Reviere abgesteckt. Hatte mancher alter Hase längst bemerkt, dass er dem Nachwuchs hinterherfuhr. Jörg van Ommen hatte mit seinem Sieg in Mainz-Finthen unterstrichen, dass aus dem Kartsport Profis kommen. Joachim Winkelhock führte immer noch die Cup-Wertung an. Roland Pötschke dagegen sah von Lorbeer keine Spur. Er fuhr unter ferner Liefen. Einzig Roland Asche und Harald Groß hielten ganz vorn mit. Groß hatte in Mainz Pech gehabt, war nur Zehnter geworden. Den zweiten Platz im Gesamtklassement jedoch hatte er verteidigen können. Nun in der letzten Runde im Motodrom sah er sich in Gedanken schon ganz oben auf dem Siegertreppchen, van Ommen zum zweiten Platz gratulierend. Der aber setzte am letzten Grün zum Schlag an und ging als Erster durchs Ziel. Groß konnte mit Mühe den zweiten Platz vor Winkelhock retten. Nur wenige hatten sich anderes vorgenommen, als die Norris zum Rennen lud. Da wollte Bayerns Landesvater Franz Josef Strauß ebenso wenig fehlen wie Derrick-Assistent Fritz Wepper und Poldi von Bayern, dessen blaues Herz schon lange dem Motorsport gehört. Noch mehr von Fans umlagert, aber waren die Stars im Fahrerlager. Es hatte sich bereits herumgesprochen, dass der Porsche 944 Turbo Cup eine Hauptattraktion auf jeder Piste war. Während sich die Schwaben Pfeile auf den Weg zum Vorstart machten, durfte das Publikum den als Pace Car eingesetzten Super Porsche 959 bewundern. Erinnerungen an das Paradies wurden wach. Irdischer ging es auf der Strecke zu. Ein Sieg vor vollem Haus hätte auch den beiden teilnehmenden Damen Annette Möwissen und Birgit Schmack gefallen. Heiße Kämpfe waren vorprogrammiert. Natürlich gab es dabei Ausritte, dank serienmäßiger Sicherheit der Fahrzeuge aber ohne Folgen. Joachim Winkelhock beim Pas de Deux mit Karl-Heinz Schrey. Der Waiblinger musste im späteren Verlauf das Rennen aufgeben. Damit witterten natürlich die Konkurrenten ihre Chance. Erste Hochrechnungen wurden an den Boxen erstellt. Den Schreibtisch mit dem Blaupunkt-Kamerawagen gewechselt, hatte diesmal Sportauto-Chefredakteur Norbert Haug. Als er im Feld noch um gute Bilder kämpfte, hatte sich vorne einer längst davongemacht. Roland Asch, Bergmeister 1981, ging als Erster durchs Ziel. Moderator Rainer Braun stellte Prognosen auf. Das wird ein Finale geben. Spekulationen vor dem Schlusslauf am Nürburgring. Winkelhock hatte in Spa gewonnen, Harald Groß ließ nochmals checken. Alles im grünen Bereich. Auch Roland Asch nach seinem Norris-Sieg Vierter in Spa durfte noch hoffen. Ebenso wie Jörg van Ommen, zweifacher Sieger. Bengt Trekert dagegen bezweifelte, dass er diese vier noch schlagen könne. Gastfahrer Martin Wimmer wollte von alledem nichts hören. Intensive Vorbereitung auch bei Striezel Stuck, der versprochen hatte, mit dem Blaupunkt-Kamerawagen besonders heiße Szenen einzufangen. Während er sich zusammen mit den 34 Konkurrenten auf den Weg machte, hatten im Castrol erst die Fotografen schon beste Plätze gesichert. Trotz harter Bandagen diesmal ein sauberer Start. Roland Asch war sofort an die Spitze gefahren, vor van Ommen, Winkelhock und Groß. Dass hart gefightet wurde, bekam auch Striezel Stuck zu spüren. In den nächsten Runden hatte sich an der Reihenfolge nichts geändert. Dann jedoch kam plötzlich Jörg van Ommen als Erster in die Sachspassage. Roland Asch hatte Probleme bekommen, war auf den 25. Rang zurückgefallen. Aus der Traum vom Cup-Gewinn. Den Titel am Ring konnten also nur noch drei Fahrer unter sich ausmachen. Winkelhock, van Ommen oder Groß. Für Harald Groß bestanden allerdings nur noch theoretische Chancen. Er musste auf den Ausfall der beiden Führenden hoffen. Wer Joachim Winkelhock die Daumen drückte, musste auch zwei Runden vor Schluss feststellen, dass immer noch Jörg van Ommen vorne lag.
Striezel Stuck hatte sich hinter die beiden gesetzt und ihm blieb es vorbehalten, mit der Blaupunktkamera die Entscheidung einzufangen. Van Om macht in der Sachs-Passage auf, Winkelhock bremste etwas später an und war vorbei. Mit Cleverness und Glück hielt er seinen Vorsprung bis ins Ziel, sehr zur Freude seiner Fans. Er selbst konnte es noch gar nicht fassen, mit diesem dritten Sieg auch den Porsche 944 Turbo Cup gewonnen zu haben.